Heute werden wir Blue von Rainbow Friends. Heute werden wir einen riesen Tycoon aufbauen. Heute werden wir mit Leute kämpfen. Ihr wisst, wie solche Tycoons funktionieren. Jetzt werden wir erstmal hier unseren Plot claimen. Das ist jetzt unser Plot. Wir haben 0 Dollar und das muss ich natürlich ganz schnell ändern. Darum werde ich jetzt auf jeden Fall erstmal den ersten Dropper platzieren. Der ist nämlich kostenlos und der gibt mir jetzt alle paar Sekunden 50 US-Dollar. Let's go! Wir haben schon die ersten Caches hier am Start, sage ich mal. Jetzt müssen wir hinlaufen. Ich habe jetzt den zweiten Dropper am Start und jetzt werde ich mir erstmal die Rainbow Friends Charaktere anschauen. Hier haben wir natürlich meinen Kumpel Blue. Rot darf auch nicht fehlen. Orange sieht wieder richtig böse aus. Pink ist auch am Start. Weiß? Hä? Den kenne ich gar nicht. Und Gelb kenne ich auch nicht. Ich kenne nur Grün. Ah, da ist Grün am Start. Grün ist ja auch. Und natürlich Lila gibt es ja auch. Versteckt sich ja in den Vents. Aber es ist wieder Zeit, an den Tycoon zu arbeiten. Wir haben jetzt 3.900 Dollar. Jetzt habe ich hier auf jeden Fall einen so ein Ding. Da geht das Geld rein, ein Upgrader. Und jetzt wieder das Geld mehr wert. Leute, wir müssen besser werden. Guckt euch die anderen Bases an. Das Rote hier schon voll groß oder da hinten Gelb. Und vor allen Dingen Weiß da hinten ist mega groß, ey. Ich will doch Blue von Rainbow Friends werden. Der droppt einfach mal 100 Dollar. Der ist krass. Da muss ich direkt den nächsten kaufen. Ey, super. Jetzt kommt hier eine Kaufaufforderung. 5000 Cash für 15 Robux. Da bin ich doch direkt mal dabei, Leute. Wisst ihr doch. Am Start hier. Da kann ich das nächste direkt kaufen. Yay. Und jetzt habe ich schon wieder 4000 Dollar. Aber um solche Eindringlinge abzuwehren, brauche ich auf jeden Fall erstmal eine Wand. Und darum kaufe ich mir jetzt erstmal hier ein paar... Ey, ich bin außerdem öfter drauf gekommen. Oh Mann, ey. Jetzt habe ich direkt mehrere Wände auf einmal gekauft. Aber okay. Dann muss ich jetzt erstmal hier gleich die... Oh, die Owner Door. Die kostet 4000 Dollar. Habe ich dafür... Oh ja, ich habe dafür genug. Ich habe dafür genug Cash. Jetzt kommt hier so schnell keiner mehr rein. Jetzt ist es erstmal Zeit, die anderen Tycoons zu erkunden. Vielleicht kann ich denen etwas klauen. Blue, was sagst du dazu, dass ich die anderen beklauen möchte? Jo, Mann, aber auch, wir sind der blaue Tycoon. Du musst die auf jeden Fall beklauen. Alles klar, Blue. Ich werde mir Mühe geben, irgendwann so auszusehen wie du. Und dafür muss ich die anderen beklauen. Ich nehme den roten Tycoon. Wow, 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 wow. Wie sieht er denn? Oh, er kann hochfliegen. Was hat er denn da in der Hand? Wow, wow, der greift mich an. Ey, wie gemein. Ich wollte dich doch nur beklauen. Okay, ich glaube, jetzt habe ich einen Feind. Aber das hält mich nicht davon ab, nochmal zu Rot zu gehen und ihn anzugreifen, beziehungsweise ihn zu beklauen. So, kann ich hier reingehen? Nee. Sein Tycoon sieht krass aus. Das will ich auch können. Darum upgrade ich jetzt hier erstmal alles. Einmal hier rüberlaufen und ein paar Sachen upgraden. Schnell hier lang und den und den und den und den. Und hier hin. Los! Oh, jetzt kann ich nach oben ins nächste Stockwerk. Aber Leute, das geht mir hier alles zu langsam. Ich muss nochmal extra Geld kaufen. So, das wird hier alles ein bisschen teuer. Ich kaufe jetzt für 199 Robux 100.000 Coins. Und dann möchte ich auch Blue von Rainbow Friends werden. So, ich habe jetzt alles eingesammelt. Und jetzt laufe ich hier einfach mal rüber. 10.000. Das kostet auch 10.000. Jetzt habe ich schon 20.000 weg. Jetzt habe ich 30.000 weg. Jetzt habe ich fast 40.000 weg. Oh, ich habe schon über 50.000. Warte, warte, so viele Sachen auf einmal. Die 100.000 sind weg. Leute, was war das? Das hat jetzt 10 Sekunden oder sowas gedauert. Oh mein Gott, ey, das ganze Geld ist flöten gegangen. Heftig, oh Mann. Aber ich habe das Gefühl, ich muss nochmal zu meinem Kumpel Blue gehen, denn ich glaube, er hat mir noch wichtige Sachen zu erzählen. Aber auch du hast recht, ich habe noch ganz wichtige Sachen zu erzählen. Ich werde dich jetzt zu meinem Klon machen. Was? Danke, Blue. Womit habe ich das denn verdient? Warum darf ich jetzt auch Blue werden? Ganz einfach. Du hast bewiesen, dass du unbedingt ein Regenbogenfreund werden willst. Und darum wirst du das jetzt. Halt dich fest. 3, 2, 1 und... Jetzt bist du Blue. Ja, danke, Papa. Also, ich nenne dich jetzt einfach Papa, okay? Weil du hast dich ja zu Blut gemacht. Ja, Papa ist ein cooler Name. Okay, Papa, dann werde ich mich jetzt darum kümmern, Rot anzugreifen. Rot, du bist gleich tot. Haha, wenn ich mit dir fertig bin. Obwohl, hier durch den Laser kann ich ja leider nicht. Oh, Mann, der hat schon so viel Geld. 360.000. Das will ich auch haben. Darum gehe ich jetzt schnell wieder zu meinem Tycoon, denn ich bin jetzt schon Blue von Rainbow Friends. Und bang, Upgrade. Der nächste Upgrade. Und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal.
Und nochmal. Oh, dafür reicht das Geld nicht mehr, Leute. Ich glaube, ich muss krasser werden. Ich habe mir jetzt schon zweimal Sachen mit Robux gekauft. Aber ich muss mir noch ein drittes Mal was mit Robux holen. Okay, ich könnte mir 1 Million Cash holen. Okay, gibt es aber auch noch Game Pässe. Kriege ich hier Game Pässe? Okay, Leute, hier gibt es heftige Game Pässe am Start. Automatisches Einsammeln, doppeltes Geld, endloses Geld, Mega-Dropper, Mega-Upgrader, alle Gears, Super-Gears, alle Katanas, Golden-Dropper und Golden-Upgrader, Leute. Okay, Leute, jetzt kommt's, jetzt übertreibe ich. Ihr müsst jetzt immer Starcode Aborg benutzen, weil sonst ist mir die ganze Geschichte zu teuer. Also wenn du dir Robux oder Premium kaufst, benutzt gerne Starcode Aborg, denn ich werde mir jetzt zu 1499 Robux, das sind 15, 16, 17, 20 Euro oder sowas, werde ich mir jetzt den Game Pass holen und ich habe mir jetzt infinitiv Cash geholt. Ich kann hier jetzt durchrennen und einfach alles ab... Ey, ich dachte, ich habe infinitiv Cash, Leute. Das ist ja ein Scam. Ich habe 1500 Robux für die Geschichte ausgegeben. Warte, ich respawne einmal. Hoffentlich geht's dann. Ah, warte. Das Spiel hat mich nicht gescammt. Okay, es gibt ja einen Knopf, da muss man draufdrücken. Infinitiv Cash, use it. Okay, jetzt habe ich Infinitiv Cash am Start. Ich habe jetzt 100 Millionen. Und jetzt kann ich einfach langlaufen, Leute. Sorry, ich bin manchmal einfach ein bisschen lost, würde ich sagen. So, was haben wir jetzt hier? Ein Upgrader für 16.000 am Start. Und jetzt haben wir hier einen dritten Floor, eine dritte Ebene. Und hier hinten haben wir noch eine Leiter für 45.000 Coins. Okay, wie teuer das einfach alles ist. Okay, ich habe jetzt auf jeden Fall viele coole Sachen anhand. Ich habe den Handschuh, den mir vorhin jemand gegeben hat oder den mich damit K.O. gehauen hat. Damit werde ich jetzt erstmal mich rächen bei Rot. Ah, da oben läuft Rot rum. Sieht er mich? Er hat den Teppich in der Hand. Da kommt er her, Rot. Ich greife dich an, wenn du rauskommst. Okay, Rot traut sich nicht. Oh, er traut sich doch. Es ist ein Kampf und ich habe ihn weggehauen. Los, Rot, ich hau dich tot. Er schießt mich ab, ey, Rot. Ich knall dich ab. Ich box dich K.O. Nein! Ah, das ist mein Gegner. Ich muss ihn fertig machen. Jetzt fliegt er einfach weg. Das lasse ich mir nicht länger bieten. Ich muss hier noch irgendwo andere... Okay, hier habe ich auch noch ein paar Sachen, sehe ich gerade. Ich habe hier auf jeden Fall eine Gravity-Coil. Ist das okay? Damit kann ich höher springen. Und ich brauche auch eine Pistole. Habe ich hier irgendwo eine Pistole am Start? Ich muss mal eben schnell gucken. Ich habe hier so ein Getränk am Start. Einen Zaubertrank. Den werde ich jetzt erstmal trinken, Leute. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber... Wie sehe ich jetzt dann aus? Ich war doch blue. Jetzt bin ich Purple von Rainbow Friends. Oh nein. Und ich bin schneller. Okay, das könnte von Vorteil sein. Ich glaube, um gegen Rot antreten zu können, muss ich auf jeden Fall hier meine Base verstärken. Ich muss die Walls für 100... Für Windows 200.000. Oh mein Gott. Gut, dass ich infinitiv Cash gekauft habe. Jetzt brauche ich Lichter. Okay, jetzt kommt er hier auf jeden Fall nicht mal rein. Jetzt brauche ich noch Carpet, also einen Fußboden. Also muss ich mir bauen. Jetzt kann ich auf jeden Fall Gear kaufen. Gear. Okay, jetzt habe ich hier eine Sichel am Start. Die hole ich jetzt einmal. Und wow, die sieht heftig aus. Aber ich brauche einen Raketenwerfer, um gegen ihn anzutreten. Ich habe einen Jackpot. Oh, Jackpot. Leute, Hüte, die ich kaufen kann oder sowas. Nee, warte. Doch, ja, ich kann Hüte kaufen. Ich habe hier Hüte am Start. Oh, ich habe hier eine Valkyrie. Die sieht echt nice aus. Die hätte ich auch gerne in echt in Roblox, aber die ist extrem teuer und ich weiß nicht, ob ich mir die irgendwann mal kaufen sollte. Und ich kann hier sogar eine vierte Ebene kaufen, aber bevor ich dahin gehe, muss ich auf jeden Fall hier nochmal ein paar Kanvenier-Dinger holen, also so ein Laufband. Und dann muss ich mir auf jeden Fall ein paar Dropper holen. Die sind extrem teuer, aber dafür gibt es jetzt jedes Geld bringt mir jetzt 1000 oder 3000 Coins oder Geld, was halt extrem krass ist. Ich kaufe mir jetzt das nächste Förderband und da platziere ich natürlich auch direkt ein paar Dropper. Und ey Leute, ich komme immer noch nicht drauf klar, wie viele Robux ich hier in diesem Video ausgegeben habe. Auf jeden Fall, also wie gesagt, wenn ihr euch Robux oder Premium kauft, dann benutzt auf jeden Fall meinen Starcode Aborg, denn das war extrem teuer hier, damit ich das Geld wieder reinkriege. Und jetzt kaufe ich mir auf jeden Fall mal Wände, Boxen, noch mehr Wände und jetzt kaufe ich mir Fenster und ich habe hier auf jeden Fall ein paar Fischis am Start. Ist das etwa ein Clownfisch von Findet Nemo? Ja, ich bin Nemo von Findet Nemo. Nemo, was machst du denn hier? Ich wollte gucken, wie du Rot richtig den Arsch aufreißt. Dann bist du genau richtig hier, Nemo. Du musst einfach nur noch kurz warten und dann habe ich die besten Waffen hier in dem ganzen Game. Und dann werde ich Rot richtig zerstören. Ich beeile mich jetzt auch. Ich laufe jetzt einfach überall lang, damit ich alles kriege. Leute, ihr könnt das in Zeitlupe angucken, zurückspulen, keine Ahnung. Und dann habe ich sofort hier alles am Start. Und dann werde ich Rot zerstören. So, ich habe hier jetzt richtig viele Sachen hier. Wow, wie teuer das einfach ist. Das kostet 500.000. Und ich habe hier schon Dominus am Start. Also Leute, wenn ich nicht krass aussehe, wenn Rot dann nicht Angst vor mir kriegt. Und da ist der Rocket Launcher. Okay, da ist der Rocket Launcher. Okay, also hat Rot auch alles.
alles geupgradet. Ich werde das jetzt alles kaufen. Ich hole mir die Trails. Und jetzt habe ich die Trails hier am Start. Okay, kann ich in diesem Tycoon noch irgendwas upgraden? Es sieht nicht so aus. Und darum hole ich mir jetzt erstmal den Rocket Launcher und dieses Carpet. Und damit werde ich jetzt erstmal Rot zerstören. Rot, halt dich, nimm dich in Acht. Denn ich komme, ich bin Blue von Rainbow Friends. Oh, mein Papa, der hat mich blau gemacht. Ich muss ihn, ich muss ihn rächen, obwohl er noch lebt. Los, ha. Ich flieg hier mal zu deinem Tycoon. Und wo bist du? Wo bist du? Ha. Er ist gar nicht fertig mit seinem Tycoon. Ich bin jetzt schon besser als er. Haha, wo bist du? Wo bist du, Rot? Da ist Rot! Da ist Rot! Rot, pass auf, du bist gleich tot. Ich schieß dich ab, ich knall dich ab. Ha, ich habe mich in deinen eigenen Tycoon besiegt. Haha. Haha, jetzt respawnt er gleich und ich werde ihn töten. Da kann er nichts gegen machen. Denn ich habe richtig viele Robux ausgegeben. Wo bist du, Rot? Okay, Rot, komm gleich hoch. Rot, komm gleich. Da ist er! Und Peng! Und Peng! Los, Rot! Ey, ich knall dich ab. Warte, warum bin ich so langsam? Warte, ich flieg mal eben kurz mit dem Teppich weg. Und jetzt kill ich ihn. Rot, ich kille dich. Was hast du da für ein Messer? Du hast ein... Oh, er hat den Hammer in der Hand. Warte, ich habe keine Munition mehr. Ey, wo ist meine Munition? Nein, jetzt habe ich ihn voll weggeballert. Jetzt kommt er wieder und da ist er. Okay, Rot, was willst du machen? Er läuft weg, er traut sich nicht, er rennt vor mir weg. Okay, ich warte kurz und warte, ob er sich ausrüstet. Währenddessen bediene ich mich einfach mal bei seinen Sachen. Ich habe dieses Schwert jetzt auch und damit werde ich ihn erledigen. Wo bist du, Rot? Traust du dich nicht mehr? Ah, da bist du. Oh, er ist Lila von Rainbow Friends und er hat mich erledigt. Nein, nein, er hat mich erledigt. Darum ist es jetzt Zeit, mal die anderen Tycoons auszuprobieren. Purple ist auf jeden Fall auch schon richtig am Start. Purple hat einen großen Tycoon. Der Weiße, der hat einen kleinen Tycoon. Und ich werde dich jetzt erstmal töten. Und ich habe ihn gekillt. Auf zum nächsten. Oh, Rot kommt wieder. Rot kommt wieder. Ey, Rot, was willst du? Ich gebe doch schon auf und ich knall dich ab, Rot. Wenn du herkommst, bist du selber schuld. Das machst du mega gut, Abarok. Ich bin richtig stolz auf dich. Vielen Dank, Papa. Bin ich ein ebenwürdiger Blau geworden? Ja, du bist jetzt ein richtiger Regenbogenfreund. Es freut mich echt, dass ich jetzt zu den Regenbogenfreunden gehöre. Bis zum nächsten Mal und ciao.